Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trackmania 2 Valley. Wir machen jetzt halt nach unseren ganzen Ultimate Challenge Maps hier mit unseren Weihnachts- und Happy New Year Maps weiter anscheinend. Hier, Merry Christmas, Happy New Year Bier und 2013 Fading, was auch immer da alles kommt. Erstmal die Merry Christmas 2013. Nicht wundern, dass hier schon eine Goldzeit dort steht. Ich habe gerade eben schon mal aufgenommen, aber dann wurde ich abrupt unterbrochen. Deswegen seht ihr auch hier schon einen Ghost gegen die Fahr. Ich habe das aber lustigerweise direkt auf Gold hier vorhin gekriegt. Trotz dieser ganzen Rauf- und Runter-Kurven, die mir eigentlich nicht so liegen. Müssen wir mal schauen, was wir da hinbekommen. Die Map hat echt einen ganz guten Eindruck bei mir hinterlassen. Auch wenn da diese ganzen Kurven da waren, die mir normalerweise nicht so ganz zu sagen. Hier habe ich den ersten Fehler gemacht, hier bei meiner Runde, genau. Direkt mal ausgebügelt. Versucht, dass ich das natürlich jetzt ein zweites Mal hier fahre, könnte ich hier eventuell schneller zur Outdoor-Zeit gelangen. Wobei die eigentlich relativ niedrig ist. Die liegt irgendwie gleich bei 45 irgendwas. Ich kann da gleich nochmal nachgucken gehen. Bei 45,91, also ist noch ungefähr eine Sekunde runter. Sollte aber hier drin sein, denke ich. Hoffe ich zumindest. Damit wir hier ordentlich wieder abgehen können. Ich darf hier halt bloß hier in der Kurve nicht sonderlich viel abheben. Aber anscheinend sind wir heute diesen Kurven echt gewachsen. Wieso auch immer. So, dann kann man den Scheiß jetzt auch ein bisschen schneller hochfahren. Oh nee, das, dieser Anhänger da oben war überhaupt nicht gut. Ich glaube, die richtig viel Zeit habe ich woanders verloren. Also nicht in einer von den Kurven, sondern in irgendeiner anderen. Aber das muss ich noch rausfinden, wo hier wirklich die Zeit verloren gegangen ist. Weil so im Allgemeinen gesehen war die Strecke hier eigentlich nicht schlecht gefahren. Auch wenn ich jetzt schon 20 Hundertstel vorne bin oder so. Oder auch nicht ganz. Jetzt bin ich hier mal ohne Anhänger durchgefahren. Okay, hier ist mal ein bisschen Zeit drin gewesen. Und hier, das hier könnte man eventuell auch nochmal eine Ecke besser hinbekommen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich jetzt noch vorne bin, da ich hier doch einen gröberen Fehler gemacht habe. Und hier ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Zeit drin, oder? Na, nicht ganz, aber man könnte schon mal ein bisschen enger rumziehen. Dann fehlt uns jetzt ungefähr nur noch eine Viertelsekunde nach unten. Oh, das kriegen wir auch noch irgendwie raus. Sollte ja doch so. Ich war auch so einen komischen Anhänger, der nicht so prickelnd war. Ich glaube schon. Da sollte auf jeden Fall diese Viertelsekunde noch mal drin liegen. Das ist aber alles erstmal noch zu überprüfen, bra. Was ich schon wieder alles für einen Scheiß erzähle. Obwohl, hier bin ich so ganz schön schnell runtergekommen. Ich dachte eigentlich, vorher wäre ich hier ziemlich gut unterwegs gewesen. Aber anscheinend kann man das hier noch viel, viel schneller fahren. Ach genau, hier. Ich probiere mal hier was. Ob das hier trotz Wallbang eventuell schneller ist. Aber hier die Kurve, die habe ich jetzt total verkackt. Die hätte ich viel früher nach innen reinziehen müssen. Aber diese komische Kurve nach oben, ich weiß nicht so richtig, wie ich sie fahren soll. Weil mit vom Gas gehen habe ich irgendwie das Gefühl, da bin ich nicht schneller. Kann das sein? Das ist irgendwie so. Aber irgendwie schaffe ich es auch hier gerade nicht mehr, meine Zeit gut zu machen. Wow, das war aber ganz schön knapp am Rand entlang gefahren. Wo habe ich jetzt hier meine ganze Zeit gelassen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich hier noch ziemlich hinter meiner anderen Zeit hinterher. Cool wäre es, wenn man hier irgendwie so eine Alternativ-Rausfahrroute hätte, wo man diese Kurve hier schön ausfahren könnte. Aber da ist leider nicht mit gedient. Da muss ich mir halt noch was ausdenken, dass ich das hier ein bisschen besser hinbekomme. Ja, das war zu weit innen angefahren. Jetzt mache ich wieder die großen Fehler, die da nicht reingehören. Muss ich wieder alles korrigieren und was weiß ich was machen. So, das sollte diesmal auch funktionieren mit dem Hochfahren, auch hier noch und mit dem hier runterfahren auch. Wobei ich doch wo ich so schnell war, bin ich doch von weiter außen den Scheiß angefahren, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall muss man ziemlich viele Kurven hier etwas enger anfahren, glaube ich. Damit es hier ein bisschen besser funktioniert. Oh, jetzt sind wir hier, glaube ich, aber gar nicht schlecht unterwegs.
Das Ding haben wir jetzt auch sogar richtig Fullspeed-mäßig hochgesetzt. Und sind hier 40 Hundertstel vorne. Das könnte sogar damit glatt die Outdoor-Zeit werden, oder? Die lag doch bei 45,96 oder so ein Schmarrn. Und damit haben wir sie sogar geschafft. Nicht schlecht. Da bin ich jetzt total begeistert. Die Begeisterung überschlägt mich so fast. Aber wir gucken uns direkt mal die nächste Map an. Nachdem wir das hier jetzt so schön geschafft haben, haben wir noch ganz viele andere Merry Christmas und was weiß ich was. Maps, genau, die Happy New Beer. Ja, yeah, wir kriegen neues Bier. Neues Bier im neuen Jahr. Und sogar mit eigenem Mod. Die Schilder schön mit irgendwelchen Biergläsern zugemüllt sind. Boah. Das heißt, wir dürfen jetzt immer Richtung Bier fahren, oder wie? Ist hier Der hat hier echt alles zu Bier gemacht, oder was ist es? Jetzt hat man hier keine Tanks mehr, sondern Biergläser, oder was ist das jetzt? Muss ich gleich mal richtig angucken gehen. Das wäre schon fast lustig eigentlich. Oh, wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Ach, hier. Ich glaube, hier bin ich noch richtig. Auch wenn meine Karre komplett kaputt ist, war ich jetzt trotzdem mal weiter. Könnten jetzt eigentlich gleich mal hier gucken, was das hier darstellen soll. Soll das ein Bierglas darstellen, oder was soll das sein? Ist mir nicht ganz klar, was dieses gelbe Zeug sein soll. Es könnte auch irgendwie mit was anderem zu tun haben. Was sich mir gerade nicht ganz erschließt. Ah, da müsste vielleicht einer, der mit Bier mehr bewandert ist als ich, mal seinen Senf dazulassen. Dann könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr glaubt, was das so sein soll. Diese komischen Pfosten hier. Aber ich bin leider hier überhaupt kein Alkoholtrinker. Weshalb ich euch das leider nicht beantworten kann, was das überhaupt sein soll. So, wir wollen jetzt hier rüberkommen, oder? Ups. Oh, das ging ja relativ gut hier sogar. Wir sind hier immer noch Fullspeeder unterwegs. Das ist nicht schlecht. Ich habe jetzt diese Map sowieso irgendwie für komplizierter eingeschätzt, mal wieder, als sie ist. Aber wir fetzen jetzt gerade gar nicht schlecht durch. Haben sogar wieder Outdoor-Zeit. Hä, wieso haben wir jetzt Outdoor-Zeit? So einfach war die Map jetzt aber auch wieder nicht. 29,79. Okay, ich habe sie fast um eine Sekunde geschlagen. Also irgendwas habe ich hier noch ein bisschen überschätzt, glaube ich. Da wollte einer anscheinend nur eine schnelle Happy New Year Map rausbringen. Ah, verdammt, das hätte ich von weiter rechts anfahren müssen. Ich fahre sie jetzt einfach noch einmal durch, komm. Nur weil der Name Bier da drin vorkommt. Nur für euch. Das ist hier für ein krass weißes Wasser. Das sieht echt unnatürlich aus, wenn ich das so mal sagen darf. Das Einzige, was mir hier in dem komischen Map-Pack jetzt vielleicht nicht so ganz zu sagt, dass das Wasser hier extrem ausgewaschen wirkt. Da müsste man vielleicht mal drüber gucken. Das ist echt einfach nur eine hellblaue Fläche. Das könnte einfach auch der Himmel sein. Der Himmel der Bayern. Müsste, okay, da hätte er vielleicht mehr so Karo-Muster reinmachen müssen. So schön. Ne, Rautenmuster ist das hier bei der bayerischen Flagge, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Sind es Karos oder Rauten? Oder ist das beides dasselbe? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Dass man wieder auf so komische, simple Fragen keine Antwort findet. Sind es Karos oder Rauten bei in der bayerischen Flagge. Hängt das eventuell sogar mit der Anordnung von dem Zeug zusammen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also, wie die praktisch orientiert sind, diese komischen, verzerrten Vierecks-Dinger. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch gerade, um ehrlich zu sein, nicht ganz wichtig. Wir gucken uns einfach mal die nächste Map an. Das wäre mal eine, die nicht im Namen irgendwie Happy New Year oder Merry Christmas drin hat, sondern die Crazy Bitch. Mal schauen, ob wir hier wirklich auf so eine Crazy Bitch stoßen. Auf jeden Fall ist sie von einem dem Polfrott wieder. Ich glaube, der hat dann immer relativ gute Zeiten zum Freigeben drin. Dann könnten wir jetzt eventuell sogar noch gut beschäftigt sein für den Rest der Folge. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder den standardmäßigen Ladescreen gesehen. Den man hier normalerweise bei seinen Maps hat. Kommen wir ja noch raus! Boah, wir sind hier mit dem mega, über, super geilen, krass bin sogar noch rausgekommen.
Und ich glaube, hier ist man normalerweise viel schneller, wenn man hier reinlandet. Da muss ich dann wahrscheinlich aufpassen gehen. Und sonst ist es hier auch wieder ziemlich technisch anspruchsvoll. Geht's hier nach rechts? Oh ja, okay. Ja, das ist ja echt bitter gebaut. Das muss gleich schon ein bisschen Blockmixing hier dabei, kann das sein? Oder ist es hier echt noch alles Vanilla-Bauweise? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Okay, hier müsste ich ein bisschen gerader rüberspringen. Ich dachte jetzt eventuell, wenn ich jetzt direkt auf die Schilder zuhalte, das sollte reichen. Aber anscheinend war es das dann doch nicht. Ach, verdammt, jetzt habe ich den Schmarrn auch wieder verkackt. Und jetzt habe ich hier in das Leiter gelegt. Na egal, jetzt kommen wir dafür hier schon ein bisschen besser runter. Ah ja, da ist man sogar gar nicht so viel zu schnell hier für die Kurve. Das hätte ich mir irgendwie viel schlimmer hier vorgestellt. Also hier mit so einem ultimativen Affenzahn runterkommen, dass das irgendwie nicht aufgeht. Aber hier ist der Sprung nach links orientiert. Okay, das muss ich mir auch wieder merken. Also es hat viele Kniffe drin, diese Map. Das muss man hier echt lassen. Ja, und jetzt reicht mir wahrscheinlich der Speed dahinter wieder, da hinten für den Sprung nicht, den ich beim ersten Mal schon nicht geschafft habe. Aber irgendwie ist es eine interessante Optik dort links runter, kann das sein, auf dieses Flussbett. Das sieht echt cool aus eigentlich. Hier geht ja auch irgendwie die Straße durch, oder bin ich gerade blöd? Ne, ich bin nicht blöd, da ist eine Straße, gell? Ja, da ist eine Straße. Okay, jetzt wieder auf meine Straße achten, damit ich hier nicht wieder rausfliege. Dann fahren wir das hier auch viel sauberer runter. Dann können wir auch hier schön vom Gas gehen, damit wir auch schön rumkommen. Beziehungsweise hier, oh, jetzt kann ich sogar gerade Fullspeed fahren, weil ich zuvor anscheinend genug Geschwindigkeit verloren hatte. Ich glaube, hier könnte es eventuell sogar nichts mit meiner Outdoor-Zeit werden, so wie ich das hier gerade einschätze. Ach, ich bin gerade echt zu blöd, eine Kurve zu fahren. Was war denn das? Aber das hatte ich jetzt hier gerade total übermäßig geil eingeschätzt. Dass es hier richtig gut abgehen könnte, aber irgendwie zerfetzt mich die ganze Zeit bei allen fiesen Stellen, die da vorliegen, schon richtig. Da werde ich ja nie diesen einen Sprung darüber schaffen, den ich beim ersten Mal nicht geschafft habe. Das ist ja gemein. Ich frage mich jetzt auch, ob ich das eventuell hier sogar mal Fullspeed versuchen könnte, aber dann würde ich ja noch mehr in den Slide reinkommen, als ich eh schon tue. Also lasse ich da mal die Finger weg vom Slide-Ansatz. Hoppala, was war das jetzt gerade? Das war ja schon fast richtig heftig rumgezogen. So, jetzt müssen wir das Ding hier schon, das ist gescheit hochgezogen bekommen. Hier den Sprung hier runter. Und das Ding jetzt hier mal ein bisschen gerade rüber. Okay, das muss ich anscheinend doch nicht so heftig nach rechts springen. Und hier kann man wahrscheinlich auch geradeaus durchspringen, so wie ich Ding hier einschätze. Und dann geht es hier einfach nur noch gerade nach hinten ins Ziel. Kann das sein? Hoffen, dass man nicht irgendwie eine Ecke noch mitnimmt. Und wir haben die Bronzemedaille erreicht. Ist das nicht geil? Die Bronzemedaille. Gott, das erinnert mich fast an die Aktion, die Adam hier die letzten Tage im TS gebracht hat. Der musste so hart prokrastinieren vom Lernen. Also sich unbedingt ablenken, dass er den ganzen Teamspeak-Server mit so vielen Servergruppen zugemüllt hat, die keine Sau jemals wieder brauchen wird. Dass es total aus ist. Er hat sogar so viele Icons hochgeladen für diese ganzen Gruppen, dass wenn man einem ungefähr jede Gruppe gibt, dass es dann, keine Ahnung, für die nächsten 30 Jahre aus... nicht für die nächsten 30 Jahre, was darf ich wieder für einen Scheiß... so viele Eichen da reingepflanzt, dass wenn man einem alle Gruppen gibt, dass man das Fenster sogar schon breiter ziehen muss, damit man überhaupt wieder seinen Namen lesen kann. Weil ungefähr die Icons schon bei Standard-Teamspeak-Auflösung, keine Ahnung, hier über den linken Rand rausgereicht haben. Da ist total übertrieben. Was für schwachsinnige Gruppen man sich so ausgedacht hat, das war der Hammer. Das ist, von abgesehen, dass sowieso schon ein paar ganz eigenartige Gruppen da drauf waren oder drauf sind, die wir immer verteilt haben, um irgendwelchen Scheiß zu machen. Aber da hat er gestern echt total den Vogel abgeschossen. Was für Gruppen, was waren eigentlich da für Gruppen alles dabei? Das waren eigentlich richtig viele. So auch total lustige. Das, meine Lieblings,
Gruppe ist, glaube ich, immer noch, ich mag Pizza. Das ist total der Hammer, die Gruppe. Sowas müsste eigentlich auf jedem Teamspeak-Server standardmäßig vorinstalliert sein. Die ich mag Pizza-Gruppe oder I love Pizza. Mit dem Pizzastückchen drin. Das ist meine Favorite bei diesen ganzen Gruppen. So, wir wollen mal schauen, ob wir jetzt hier noch eine Autozeit rausspielen können. 46, 39. Ja, das könnte eventuell ein bisschen schwerer werden, als ich mir das vorgestellt habe. Ich versuche es einfach mal noch ein, zwei Mal, das Ding hier durchzufahren. Weil es doch eine relativ schwere Map ist. Ich bin mir fast sicher, dass ich die Map hier nicht mit der Zeit durchschaffen werde, weil es einfach nicht ganz einfach ist, die Map zu fahren. Die hat hier echt schon ein bisschen mehr Liga-Streckencharakter, dass man hier richtig übel aufpassen muss. Und zudem, ja, komme ich ziemlich schnell hier in irgendwelche Slides rein, die man eigentlich normalerweise gut vermeiden müsste. Wenn man das sieht hier, ich bin schon eine Sekunde hinten. Ich müsste eigentlich die Strecke, die ich jetzt hier hinten bin, vorne weg sein, damit ich irgendwie noch das Ding hier durchbekomme. Na, versuchen wir es nochmal. Wir haben es ja gerade sowieso so schön durchgefahren. Kann man das hier nochmal ausklingen lassen, hier die Folge mit einem schönen, entspannten Durchfahrt hier von der Map. Auch wenn wir, selbst ich bin hier ohne Wallbang immer noch extrem viel langsamer, aber genauso schnell wie mit Wallbang. Das verwundert mich jetzt gerade sowieso so ein bisschen. Ich bin hier mal kurz vom Gas gegangen, damit ich das hier schöner reinziehen kann. Na, hätte ich das vielleicht das nicht ausgeslidet, wäre ich hier jetzt eventuell sogar eine halbe Sekunde oder so vorne. Das wäre sogar ziemlich cool gewesen. Aber es will anscheinend nicht sein, wie ich mir das vorstelle. Na gut, dann fahren wir das hier jetzt einfach schön entspannt nochmal ins Ziel. Und dann würde ich mal sagen, machen wir für heute mal wieder Schluss, oder? Ja, genau. Also, falls euch ganz der Spaß hier wieder gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar mit euren Wünschen und Anregungen oder sonstigen Glückwünschen, die ihr auf dem Herzen habt. Und sonst sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Und schickt mir Abo-Maps, das ist auch ganz wichtig. In dem Sinn, euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.